Janni, ist klar. Und nun kommen wir wieder zu unserem allzeit beliebten Englischkursus English for Runaways, Englisch für Fortgelaufene. Our email has a copy. Unser Emil hat einen Zwillingsbruder. He is a user of messages. Er ist US-Amerikaner aus Massachusetts. He likes to edit the Internet. Er findet Ediths Internet. She knows email is important. Sie weiß, Emil ist impotent. She goes professionally online. Sie geht beruflich auf den Strich. Please hold the line. Könnten Sie mal bitte auf meinen Hund aufpassen? She has to close the icon. Sie nennt zwei Klos ihr eigen. Email is deleted. Emil ist beleidigt. I cannot enter the chat room. Ich komme nicht rein ins Scheißhaus. Try control and shift. Drei Kontrolleure schiffen. One hacker is loading. Einer ist hackevoll. Enter your code at home. Erledige dein Geschäft zu Hause. There I have no print paper. Da habe ich kein Klopapier. Then press alt. Dann nimm die Zeitung von gestern. Mesdames et Messieurs, oh, Bio leckt mich am Arsch. Das Ganze gießen wir unter ständigem Rühren in den Ausguss, Mesdames et Messieurs. Hans und Gretel gingen durch den Wald und es ist so finster hier. Das Lied, das irgendwo die Hexe sang, führt die beiden jetzt zu ihr. Nur ein paar Schritte und dann sind sie da. Beide sind so hungrig und schlapp. Und sie stehen vor dem Knusperhaus. Hänsel bricht ein Stückchen Pfefferkuchen ab. Dieser Keks wird kein weicher sein. Dieser Keks schmeckt steinig und schwer. Dieser Keks wird schwer verdaulich sein und der Körper gibt ihn nicht wieder her. Oh! Aber freuen sich nicht zu früh. Du schiebst alles, wenn du schiebst, in den Ofen, den du liebst. Alte Hexe, reife Frau mit Doppelkinn, so bist du, du, nur du. Wenn ich dein Gesicht berühre und ich deine Warze spür, dann weiß ich, du bist wie ich und das ist gut. So bist du, 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 du. Und wenn du gehst, dann geht nur ein Teil von dir. Und gehst du, lass deine Warze hier. Und deine Warze find ich so geil an dir. Und ich danke dir dafür. Hexen leben im Wald, Hexen wohnen im Knusperhaus. Hexen zaubern heimlich, Hexen sehen irgendwie anders aus. Oh, Hexen sind so potthässlich. Hexen sind auf dieser Welt einfach ziemlich lästig. Hexen gehen nicht gerade, Hexen stehen ziemlich krumm. Hexen gehen nicht spazieren, Hexen fliegen auf dem Wesen rum. Oh, Hexen sind allzeit bereit. Bestechen dich mit Keksen und mit eigener Süßigkeit. Hexen kneten Lebkuchenteig. Außen hart und innen ganz weich. Sind auf Hänsel und Gretel geeicht. Wann ist die Hexe der Hex? Hexe der Hex! Hallo erstmal. Ich weiß gar nicht, ob Sie es wussten. Also, da sind mal zwei Kinder gewesen. Das eine war männlich und das andere nicht. Und dann waren da noch die beiden Elternteile,
zwei Stück. Also das eine war männlich und das andere, das weiß ich nicht mehr so genau. Und die waren, also ich will jetzt nicht sagen arm, aber doch irgendwie total abgebrannt. Und da haben sie gesagt, Kinder, so geht das nicht mehr weiter. Und das haben die Kinder auch eingesehen. Ob sie nicht mal in den Wald gehen wollten, schon wegen der guten Luft und dem hohen Freizeitwert und so. Da haben die Kinder gesagt, also in den Wald gehen kann man machen, muss man aber nicht. Und jetzt fragt er die Kleine, die heißt Gretel. Die heißt Gretel. Was ist denn das für ein Name? Die heißt Gretel! Entweder kommst du vom Heimatfilm oder dreht Pornos. Er sagt, Gretel, rutsch mal rüber. Da, wo es nicht klappt, ist, kannst du laufen. Aber Gretel kriegt Bedenken. Ich sag, was hab ich genommen? Was? Sie kriegt Bedenken! Seit wann können Frauen denken? Da darf natürlich auch unser Freund Helge Schneider nicht fehlen. Hexenklo, Hexenklo, ja, das macht die Hexe froh. Hexenklo, Hexenklo, macht die richtige Hexe froh. Eine Hexe muss auch mal aufs Töpfchen, eine Hexe muss auch mal aufs Töpfchen. Da kommen Hans und Gretel und die müssen auch mal und sie stehen vor der Tür. Es ist besetzt. Hexenklo, Hexenklo, ja, das macht... Alle mitsingen, Peter, du musst auch mitsingen, Peter. Sing mit, Hexenklo, mach die richtige Hexe vor. Und jetzt alle, Hexenklo, ja, das macht die, mach die Hexe froh. Witze, Fatze, Hexenklo, mach die richtige Hexe vor. Jawoll! Erst auf dem Heimweg wird's hell. Dass ich hier Gast bei Ihnen sein durfte, dass ich Gast war, aber was von einem Gast zu halten war, wird leider erst beim Abschied klar. Sagt er auf Nimmerwiedersehen, dann lass ihn ohne weiteres gehen. Ruft er, muss los, so leid's mir tut, dann sei mal lieber auf der Hut. Tut er nur Tschüss, bis später brommen, dann will das Arschloch wiederkommen. Du machst dich an, eine Dienin ran. Da kommt ihr Freund und droht dir Prügel an. Schau im Krankenhaus im Spiegel dein Gesicht und du siehst ein, denen lügen nicht. Ein Däne sagt, deine Frau lieg ich flach. Du lachst ihn aus, doch nachts im Schlafgemach. Aus dem Kleiderschrank eine Stimme spricht. Jetzt siehst du ein. Und jetzt noch einmal. Sag doch selbst. Du hast wohl geglaubt. Du gehörst zu denen alles durchgehen lassen, hä? Nein, mein Freund. Das war der schönste Abend in meinem Leben. Da können Sie mal sehen, was ich schon alles durchgemacht habe. Wenn sie dir gefallen hat, mein Name ist Otto Walkes. Wenn nicht, Howard Carpendale.